Wusch, und damit herzlich willkommen zu einer Folge BTD6. Ja, ich habe bereits Plague Inc. gespielt, was ich auch auf dem Handy hatte und hatte das Bock aufzunehmen. Und genau derselbe Fall ist jetzt hier auch mit BTD6. Ich habe mich jetzt schon ein bisschen reingespielt, habe Gwendolyn freigeschaltet, ein paar Affen. Ja. Mehr habe ich eigentlich noch tatsächlich nicht gemacht. Der Anfang ist nicht besonders spannend. Was habe ich hier denn gerade freigeschaltet? Ja. Gwendolyn habe ich bisher noch gerade gar nicht gespielt. Würde ich jetzt also zum ersten Mal probieren. Also auf dem PC. Und machen wir direkt mal Zwischentüftler. Wie wäre es mit Karts und Pfeile? Oh, schwer natürlich. Standard. Let's go. So. Womit fange ich denn an? Ich mag den Sniper-Jungen, den will ich haben. Obwohl, nee. Starten wir das Ganze doch mal mit dem Bombentower. Locker, lecker und saftig. Let's go. Ich habe Autostart im Übrigen an, also damit ich nicht die ganze Zeit draufklicken muss. Das geht nämlich auf den Nerv. Ja, hallo? Wow, gut gemacht. Spaß. Entfernen. Ach ja, man kann die Teile ja entfernen. Ach, das ist so lange her. Nein, nehme ich nicht. Oh ja, tschüss Leben. Oh, nee. Ich brauche noch einen kleinen Affen hier. Der geht jetzt dahin. Schieß sie platt. Schneeschüsse. So, will ich ja nicht nur mein Leben verlieren. Also, wo ist die Musik hin? Ich habe die zwar leise gestellt, aber nicht so leise. Langstrecken. Und dann noch verbesserte Sicht. Fein, ey, das ist doch unmöglich. Was ist denn da los? So, schön. Ist trotzdem Damn laut. Ah, ich muss leider noch wegen den Einstellungen immer ein bisschen gucken, wie das ist. Das ist meistens bei den ersten Videos von irgendeinem Spielchen. So. Ja, da will ich. Joch. Ne. Große Bümpchen. Eigentlich. Wird auch nichts. Ich möchte Gwendolyn mal haben. Oder am liebsten würde ich das dann mal frei machen. Aber mir fehlt das Geld. Dann spare ich jetzt einfach mal auf 500. Wir kriegen ja schon hin. Wenn nicht, dann ist das blöd. Ja, doch. Geht schon. So, da ist das Geld. Tschüss. Okay. Alles klar. So, da möchte ich jetzt mal Gwendolyn haben. Helden-Level nehme ich automatisch. Und das ist sehr nice. Das habe ich auch tatsächlich benötigt. Ist nur verdammt teuer. Meine Güte. Je mehr du einen bestimmten Turm einsetzt, umso mehr Upgrades kannst du für ihn freischalten. Ja, das stimmt. Oh, da guck mal. Ja, da kann ich den Scharfschützen. Und der Scharfschütze ist super stark. Er kann nämlich kritische Treffer machen. Und der Armbrustmeister. Boah. Ja. Das kann nur, weil er da ein bisschen freigeschaltet hat. Aber wenn ich den hab. Junge. Jetzt gebt mir Gwendolyn. Oh Gott, oh Gott. Oh, Gwendolyn. Los, Gwendolyn, schieß! Ja, nee, macht irgendwie nichts. Hat sich nicht so richtig gelohnt, habe ich das Gefühl. Aber hier, schnelleres Schießen. Boom! Oh yeah! Das ist komplett bescheuert. Ja, ballert schön schnell. Obwohl, nee, tschüss. Und du gehst jetzt hier hin. Langstrecken, dass er. Und Armbrust. Nice. Oh ja, tschüss Leben. Profi am Werk. Schnelle Schüsse. So, jetzt ist er richtig heavy. Stufe 20. Ja, bleibt mir nur noch der Alchemist. Wey, ich hätte keinen Tinder. Oh bitte, oh bitte. Der kleine Fratz.
Ja, komm da. So. Ich möchte den auf Lenkmagie. Und Feuerkugel. Was macht die Quinoli? Warte mal. Sehe ich das nicht irgendwo? Helmpool? Nee. Also es sieht so aus, als würde Gwendolin alle Zauberer erhöhen, denn... Nee. Hä? Ich glaube, ich bin verwirrt. Na, keine Ahnung. Jetzt auch so ein Bonus. Vielleicht wirft die ab und zu so ein Bonus raus, keine Ahnung. Aber ist bestimmt ganz gut. Ah ja! Das habe ich doch gerade gesehen. Das ist so ein Bonus irgendwie. Keine Ahnung, dann alle im Umfeld stärker werden oder so, aber scheint mir ganz nice zu sein. Oh Gott, bald ist Runde 30. Bisschen lange immer wieder. Was ist gut gegen die dicken Jungen? Sniper eigentlich. Und ich mag Sniper. Sniper sind eigentlich meine Lieblinge in dem Spiel hier. Sniper mag ich gerne auf dieses Hochgeschwindigkeit schießen. Ich finde das cool. Ja, dann verbessere ich doch mal so einen Sniper so richtig hoch. Nicht auf Verstümmelmorb, sondern auf vollautomatisches Gewehr. Au! Bitte. Noch ein bisschen Geld. Semi-automatisch. Ja! Schieß! Oh Gott. Ach so, ach, die Tarnbloons. Verdammt, die vergesse ich irgendwie immer. Stufe 21. Neuer Held. Striker Jones. Probieren wir mich im nächsten Spiel aus. Gehen wir nicht auf den Nähr. Ja, hier, weg. Jetzt bin ich auf den Zeiger. Dann noch Arcanmeister. Arcanmeister ist gut. Greift schneller über viel größere Entfernung an. Ja, ne. Bitte. Ja. Da, der Mob. Ja, keine Chance. Oder? Ne, ne, locker. Gar kein Problem. Da. Oh ja, ich kann ihn verbessern. Auf Blutaufschlag. Der macht. Die Explosionen sind so stark, dass betroffene Bloons für kurze Zeit betäubt werden. Ja, damit. Blutenvernichter. Rekursivklasse. Das finde ich irgendwie so cool. Jeder zweite Schuss der Streubombe sendet mehr Streubomben aus, die noch mehr verhindern. Ja, dann spare ich für den, glaube ich. Oder? Nee, ich brauch irgendwas gegen die Getarnten. Ach ja. Dafür hatte ich ja. Oh, das hätte ich vielleicht früher machen sollen. Intensive Affen sind. Schimmer. Hier, das wollte ich freischalten. Schimmer. Hier damit. Das macht nämlich. Schwarze Magie zeigt dauerhaft sämtliche Tarnbluts in der Nähe. Oh Gott, mein Leben. Schimmer, schnell. Dann ist nur noch Feuermagie. Oh Gott. Zwei Leben nur noch. Ich glaube, ich mache keinen besonders guten Job. Los, Molotov-Cocktail. Ich hätte gerne Blumenaufschlag. Ich will wissen, wie krass das ist. Die Explosionen sind so stark, dass betroffene Blumen für kurze Zeit betäubt werden. Das klingt ziemlich interessant eigentlich. Oh, Stufe 22. Ich brauche eigentlich die Nagelfabrik am Ende. Komm hier, Nagelfabrik. Ja, du levelst jetzt. Nebenbei. Irgendwie. Hoffe ich. Ich glaube, ich hätte gerne noch einen mit Schimmer. Denn ich weiß noch aus dem letzten Teil, Schimmer, da sollte man mindestens zwei haben, damit der wirklich was bringt, der Schimmer. Da, Blumenaufschlag. Warum? Yeah. Oh. Zu Feuersturm setzt den ganzen Bildschirm in Brand und verbrennt alle Blues. Yo. Oh, Nagelfabrik. Wow, größere Reichweite. Schnellere Produktion, größere. Nee, sorry. Ja, da kommen immer noch Getarnte durch. Da kommen immer noch Getarnte so weit. Das ist doch mies. Nekromant. Nee, ich möchte Karnnägel. Nekromant ist auch cool. Reanimiere kürzlich geplatzte Feinde als Diener zum Zerstören. Das ist theoretisch auch ganz cool. Will ich aber irgendwie nicht. Ich finde das da besser. Und das kann ich mir auch jetzt schon leisten. Arkanägel. Dadurch ist der nochmal viel stärker. Zauber fügt den meisten Blunern gewaltigen Schaden zu. Und das ist einfach noch krasser.
fehlt nicht mehr. Ja, Akanel. Oh, jetzt ist er ein junger Gott. Stufe 23. Ja, dann jetzt sieht man auch einen Plantutsche. Er ist nur noch so ein Schimmer, Harry. Oh, läuft doch soweit eigentlich ganz nur. Oh, oh, getarnte Bleiblume, das ist nie lecker. Oh, da kommt das erste Rote. Molotov-Cocktail. Ja, wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das würde mir gar nicht gefallen. Das wird jetzt alles regeln. Das bestimmt nicht. Stufenaufstieg, ja, Affendorf. Gut, das da. Erstmal schnellere Produktion und dann noch heiße Nägel. Kannst ja leisten. Dann auch noch schnellere Produktion. Ich kann den Elite-Verteidiger mir leisten. Alles klar. Kostet ja nur 15.000. Ja, den will ich freischalten. Boom. Elite-Verteidiger. So, da. Ein verlorenes Leben verleiht diesem Scharfschützen beim Gegenschlag für Kurzzeit vierfache Angriffsgeschwindigkeit. Soweit ich weiß, ist der so schon mal nochmal krasser als ein vollautomatisches Gewehr. Zumindest kommt es mir so vor. Ob es jetzt wirklich genauso ist, weiß ich nicht. Aber wenn nochmal ein Bloon durchkommt, also auch nur ein Leben weniger, dann macht er nochmal, ist er nochmal immens viel schneller im Schießen. Aber das bringt eigentlich nicht so viel. Also den Elite-Verteidiger zu machen, ist zwar witzig, aber ist nicht so praktisch. Dann hole ich mir mal einen Super. Den habe ich bisher noch so ziemlich gar nicht gespielt. Zack. Ja. Und da kommt schon Werbens. Ich mag Werbens nicht. Ein Helikopter. Ein Helikopter soll mir ist. Kann ich mir nicht mehr leisten. Ich bin so pleite momentan. Das ist einfach unfassbar. Hier, da, Level. Level. Ah. Da, Verfolgung. So. Viel Spaß. Ah, ich kann ihn aufstecken. Achso. Was mich davon. Das ist zwar theoretisch ganz cool. Sonnenavatar ist ja stark. Sonnentempel war Sonnengurt. Techno-Terror der Antiblumen. Ich mag den schwarzen Ritter eigentlich. Der ist ganz cool. Dunkelklingen verursachen extra Schaden bei Bloons der Mordklasse. Das ist echt ganz gut. Wenn man das dann eigentlich noch kombiniert mit den Plasmastrahlen, dann macht der unfassbar viel Schaden, der schwarze Ritter. Dann weiß ich, ich glaube, ich finde ihn dann sogar besser als der Sonnenavatar. Vor allem gegen Mobs halt. Ja, ich will den darauf skillen. Am Stufe 25, Affengeld. Toll, ich wollte jetzt eigentlich Applaus dafür. Ah, die kommen mal wieder weit. Die kommen mal wieder weit. Ja, würde ich gerne mal darauf skillen, auch die ungeplatzte Armee. Fürst der Finsternis ist auch cool. Phönix ist auch ganz nice, aber ich glaube, ich spare jetzt erstmal auf den... Na, auf den Erzmagier. Der Erzmagier ist, glaube ich, das Niceste dabei. Weil jemand... Oh. Der jetzt lässt er nämlich, wenn er Bloons geplatzt... wenn er Bloons platzen lässt... Dann lässt er noch solche, ja, untoten Bloons sozusagen machen, die rückwärts gehen und alle anderen Bloons platzen lassen. Das ist ziemlich. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Bitte. Stufe 26 und damit habe ich jetzt auch den Affenpionier. Schön. Und her damit. Den kann ich skillen. Gut. Rückschlag. Und danach Ultra Vision. Okay, was auch immer. Also das ist einfach mal schweineteuer. Das ist unverführlich, aber es ist verdammt teuer. 3240. Und her damit. Yay. Feuercocktail verursacht extra schon. Ja, dann Feuercocktail. Ich kann ja mal das einsetzen. Hier, super Brand. Wow, das war kurz. Das war ja sozusagen instant wieder vorbei. Oh Mann.
Was ist hier los? Was war das denn? Das war ja mal komplett. Der hat mich beinahe komplett rasiert. So, kurz hier leveln. Die Ultravision. Nee, darauf sparen bitte. Um, Harry. Ja, Rekursivwasser. Das ist ziemlich nice. Also, es sieht witzig aus, ist aber nicht so krass. Ja, was mache ich jetzt? Ultravision, das da. Boah, die sind gerade richtig. Das ist beinahe komplett durchgegangen. Das ist natürlich mies. Ja, dann mache ich Ultravision und das da. Und das da anscheinend auch noch. Okay, ja. Ey, was war das denn gerade für eine Runde? Ich hoffe, das ist jetzt nicht schon wieder so. Das wäre ziemlich blöd für mich. Komm, ich mach mal so einen Bombentypi. Der diesen Rekursivcluster hat. Mit großen Bomben. Damit es richtig den Bildschirm wegsprengt. Oh Gott, ich kümmere mich. Nein. Nein. Brennt. Oh mein Gott. Zum Glück ist die Fähigkeit stark. So, Rekursivcluster. Jetzt will ich das auch mal auf dem sehen. Ja, gleich. Boom. Ja, es ist nicht so krass, aber es sieht ziemlich schön aus. Laserstrahlen. Wenn die stehen normal schon mal. Immerhin etwas. Dann. Naja, einfach weil ich es kann, nochmal ein Super. Hier wird der ein bisschen krasser. Ein bisschen schneller levelt. Bitte nicht. Ein Zomk. Ja. Der Götter unter dem Zomk. Oh. Bevor der durchkommt. Erzmagier. Yo, das ist Gandalf in. Das ist Gandalf der Weiße. Als Affe. Oh Mann. Das ist cool. Oh, Schweinetoll. Oh, Junge. Ja, kriegen wir. Der brennt. Feuercocktail. Stufenaufstieg 28. Neuer Held. Waldwächter. Ja, das ist auch ganz nice. So, ich hab's geschafft, ne? Sieg! Ja, oh! 400! Ah, cool. Ich glaube, ich guck mal, wie weit ich sonst noch käme. Ja, freier Spielmodus. Leider levelt man bei den Spielmodus nicht besonders gut. Das ist das einzige Problem. Also, die Affen bekommen im freien Spielmodus leider ziemlich gar keine XP. Das. Nervt ein bisschen stark. Oh, ich glaube, das war's. Oh, ja. Ich glaube schon. Ja, das war's. Bis Runde 98. Gut, schönes Jahr bald bei dieser kleinen Folge. Links könnt ihr jetzt noch abonnieren. Rechts könnt ihr das nächste Video ansehen. Und ich probiere das nächste Mal, also wahrscheinlich nicht direkt das nächste Mal, aber irgendwann mal Koop mit einem von den anderen das zu machen. Mal sehen. Ich guck mal, ob ich irgendwen das überreden kann. Aber jedenfalls schon mal bis zum nächsten Mal. Tschüssi!